Jo, Moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einer weiteren Folge von Nacht des Suchtens. Mit dabei ist natürlich wie immer der Adrian. Servus, was geht ab? Und ja, heute vierte Folge und das ist ja was ganz Besonderes. Quatsch. Warum? Eigentlich nicht, aber wir haben einen Special Guest dabei, zumindest von meiner Seite aus. Wobei Adrian hat die Person auch schon ins Herz geschlossen. Oh ja. Und ja, stell dich einfach mal vor, Schatz. Ja, ich bin die Nadine, bin die Freundin von dem Palmas. Ja, eben warst du noch meine Freundin. Was er redet! Sie geht mir fremd! Ja, wir werden einfach mit ihr ein bisschen quatschen. Und wir fangen jetzt an zu zocken. Sie kriegt davon. Sie ist ja auch eine Gamerin, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder? Ja. Oh. Ja, oh, MW3. MW3, richtig. Du spielst MW3. Seit ungefähr 3 Monaten, ne? Hast du auch eine eigene Playstation schon? Ja, das habe ich auch schon. Und wer benutzt sie gerade? Ja, du, ne? Richtig. Wie, du ziehst deiner Freundin die Playstation ab? Nein, ich hab mir... Ich hab dafür seine. Seine hat einen Fehler bei MW3. Und jetzt kann ich da zocken und da kommt immer Discord errollen. Und auch so bleibt die Konsole voll auf Tangle, ja. Deswegen muss man eine neue kaufen. Aber am Dienstag hab ich die wieder. Freust du dich also schon, ne? Also muss man echt sagen, dass ohne deine Freundin diese Nacht des Suchtens 3 Staffel nicht möglich wäre. Doch, doch, da hätte ich mir noch eine extra gekauft. Oh. Oh. Jetzt denkst du dir so gerade, geil, was er nicht alles macht. Sehr schön. Oh mein Gott, hey, Shiri, ich spawn alleine. Ja, ja, das Hauptquartier. Ne? Ja, nee, ihr startet da so, keine Ahnung, Gruppenkuscheln, Rammelbumsen zusammen, Rummelbumsen. Ja, ja, so sieht's aus. Und einer ist der Außenseiter, der Köder. 3 Stück? Mit einem Burst? Nadine, kann man fragen, wie du zum Zocken gekommen bist? Ja, durch Christoph. Wer ist Christoph? Ja, er hat MW3 gespielt und ich habe das Spiel halt immer runtergemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, probiere ich es mal selber aus. Bin zwar ein bisschen abgekackt, aber Spaß hat es mir hinterher trotzdem doch gemacht. Das ist doch die Hauptsache. Spaß am Zocken. Genau. So ist es. Auch wenn du ganz oft mal so Frustrationsanfälle kriegst, aber das ist normal. Ja. Das ist immer. Aber ich mach meinen Controller nicht kaputt. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ja. Wenn ich eine Frau wäre, ich glaube, ich wäre die größte Schlampe. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre die größte Schlampe überhaupt. Wieso? Du willst bumsen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ich würde so rumlaufen, ey, wie eine 0180er Nummer. Ja, und wenn du fett wärst? Oh, wow. Oh, ne. Das wäre ich aber nicht. Ey, du bist Hauptquartier hier alleine ein. Kann dir mal einer mit zur Hilfe kommen? Ich hätte richtig dicke Dinger. Einen Arsch wie sonst was. Mhm. Ja, wenn du das meinst. Und würde tanzen, weil da bekommt man noch ein paar Bauchmuckis und so. Das Nein! Boah, jetzt gleich gehe ich unter die Decke. Ich hatte das Hauptquartier fast und dann kommt da irgend so ein, ich weiß nicht, woher er kommt. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen und gar nicht irgendwie hier diskutieren. Und haut mich einfach um. Ja, aber ich muss echt sagen, ich finde es echt ein bisschen begeisternd, dass eine Frau mal zockt, ey, weil das sieht man ja echt nicht so oft, ne? Ach, geht. Ich kenne einige. Echt? Oh, die musst du mir mal vorstellen. Sehen die auch gut aus oder nicht so? Ja, doch schon. Also, ich weiß nicht, wie du das beurteilst. Mhm. Cool. Auf jeden Fall. Ja, ne? Richtig Nietzsche, wie du so schön immer sagst. Gab's auch schon mal Abende, wo ihr mal jetzt einfach einen Abend rumgechillt habt und zusammen gezockt habt? Ja. Oh. Ab und zu mal, ne? Schatz? Da gab's auch mal. Sag mal so, ich hab im Lotto die Millionen geknackt. Wie? Nein! Bin so schlecht. Ja, aber ich muss echt sagen, ich... Mir, Adrian, mir... Find das cool, ey. Ich mir das beide cool. Predator-Kills geklaut. Wegen deinem scheiß Harrier. Oh, das tut mir aber leid. Das braucht ja nicht leid tun, weil es eh nicht leid tut. Das ist richtig, aber aus Höflichkeit sagt man das, ne? Schnauze. Das war auch kein aufgesetztes Lächeln, das war schon echt. Der Chopper, oh mein Gott, nein. Schatz, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, der Fuß brennt, wegen dem Brennnesseln, Leute.
Ja, genau, das hatten wir gerade in der ersten Folge schon gesagt, dass wir heute schön bei dir Gartenarbeit gemacht haben. Ja. Bist du etwa in Brennnesseln gefallen? Nee, aber ich wollte die rausreißen. Dann war ich so schlau und hab die so rausgerissen, dass das irgendwie... Dass du das ungefähr durch den ganzen Garten verteilt hast, mir ans Bein geklatscht hast und dir selber den ganzen Arm somit irgendwie verbrannt hast. Nee, mein Fuß, mein Bein ein bisschen, in meinem Gesicht ein bisschen und meine Hand. Ja genau, auf der Nase und deiner Stirn. Ist nix, ne, ist ja, ne, ist ja ein Kinderspiel. Ja. Und das hat auch weh getan bestimmt, oder? Aber ordentlich. Ja, ich hab die ganze Zeit sowieso nur rumgejammert, weil ich keine Lust hatte. Hast du dann auch geheult oder warst du stark? Ja. Nein, geheult nicht, aber... Aber es war schmerzhaft. Ja, doch schon. Ein bisschen. Oh. Ich sichere gerade die Gegend. Ich mache hier gerade, wie heißt das nochmal? Nicht campen, sondern den Ort sichern. Patrouillieren. Ist das dein Shopper eigentlich? So by the way, BTW. So. Ich versuche gerade ein bisschen abzuräumen, aber. Hier ist das irgendwie nicht so geil. Was spielt ihr denn? MW2. MW2. Aber was? MW2. Achso, Hauptquartier. Auf was? Invasion. Map Invasion, Modus Hauptquartier. Jetzt sag mir bitte nicht, du kennst die Map. Nee, MW2, da kenne ich mich nicht aus. Außerdem, als du es gespielt hast, hast du gesagt, dass es scheiße war. Ja, weil ich das nicht so gut finde wie MW2. Das ist aber schade, weil das Spiel ist wirklich, ja. Es war einiges durch die Community schon zerstört, aber wir beide... Ja, erhalten gerade so ein bisschen, ja, den Frieden in dem Spiel. Wir wecken es zu, ne, wie heißt das? Wir... Keine Ahnung. Holen es zurück ins Leben, ne, irgendwie so, ne? Jetzt haben wir schon wieder der Kill von der Predator weggenommen. Boah, wenn ich dieses kleine Kind sehen würde, ne? Links und rechts würde der Laschen kriegen. So, ungefähr. Boah, ich habe Angst, hier rauszurennen. Ich habe nämlich gleich eine Nuke. Ja, geht's nicht, Cam, dann ist ja keine schöne Nuke. Ich würde sie zwar noch nicht raushauen, ne, aber... darum bitte ich dich auch. Aber dann hat man sie schon, ne? Man hat sie sicher. Ich hab echt Angst, hier irgendwie mich wegzubewegen, ey. Soll ich zu dir kommen und dir die Kills klauen? Nein, dann klaust du mir noch den entscheidenden Kill oder so. Oh, das wär's noch. Ich hab sie! Zweite Nuke. So, killt mich, ihr Lappen. Das wird eine Double Nuke. Killt mich! Wo seid ihr? Wenn du jetzt aus Versehen auf die rechte Taste kommst, ne? Welches Teil ist das? Also, Schatz? Bitte? Wenn ich Call of Duty's gut fand, ist World at War. Das habe ich einmal bei dir gezeigt. Also den 5er Teil. Ja, weiß ich nicht. Den du hast. Ja, World at War. World at War? Ja. Hab ich selber noch gar nicht gespielt. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich fand das eigentlich auch gut. Ich hab ne Harrier. Ich hau die trotzdem raus. Ich hab wieder vergessen, die Nuke mitzunehmen, glaube ich. Na, ihr bewegt mich wenigstens, Adrian. Mein Gameplay sieht aber ein bisschen spektakulärer daher aus. Nein, bin gestorben. Ich bewege mich auch, aber nicht bei so Situationen. Wenn ich das Hauptquartier verteidigen muss, dann verteidige ich es auch. Ach, jetzt kommt der von hinten und knife mich wieder. Nadine, hast du schon mal den Modus Hauptquartier gespielt? Ich kenne den gar nicht. Und suchen und zerstören? Ja, den kenne ich, aber gespielt noch nicht, weil Christoph meinte, ich würde da voll abkacken. Ey, da war ich echt so gemeint. Was würdest du machen, wenn du ein Gebiet verteidigen musst? Du würdest nicht rumrennen, oder? Nee, dann würde ich irgendwo da bleiben, was ich verteidigen muss. Sister Christe, hörst du das? So sieht's nämlich aus. Du tust gerade einen auf so freundlich. Ich bin doch ganz freundlich. Ich bin ganz freundlich. Genau da sind wir jetzt am Punkt, wo wir diskutieren können. War ich jemals unfreundlich zu dir? Wie geht's euch so? Oh, ich muss sagen, ein bisschen heiß so, ne? Mir schwitzen die Hoden, aber sonst alles gut. Das Wort Schamgefühl kennt Adrian auch nicht, ich auch nicht, ne? Schatz, das weißt du ja. Ja, geht so, ne? Also ich habe eigentlich wenig Schamgefühl. Also, was ich denke, sage ich. Kommt immer drauf an. Sag dein Shopper? Nö, nee. Ich habe gerade keinen Shopper, leider. Ja, ich habe leider gar nicht die ganzen Sachen dabei, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Was hatte ich ja gerade schon mal gesagt? Was meint ihr, wie lange macht ihr noch? Das kann auch dauern.
Och, ja? ich stelle mich genau bei dem Wenn Handy. Ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, bis um 4. Also ich würde es einfach schätzen. Also eine ganz grobe Schätzung war 5. Das gerade für mich. Eine ganz, ganz grobe Schätzung. Ach so. Ihr könnt ja morgen auch schlafen, ne? Das richtig. Ist richtig. Und übermorgen auch, weil Montag ist hier Feiertag. Feiertag? Und da dürfen die kleinen Kiddies schlafen. So wie wir. Dann machen wir Bubu. Du gehst auch noch zur Schule, oder? Ja, ja, ich auch. Ich hab Montag und Dienstag frei. Ich hab Montag und Mittwoch frei. Ja, ist doch cool. Ja. Aber Montag und Dienstag finde ich besser. Oh. Frei, frei. Ah, verdammt. Ist egal. Hauptsache, man hat frei. Ja, das stimmt. So ist es. Oh, das hab ich mich aber wirklich gerade wieder dumm angestellt. Da ist ein Gegner! LOL! Boah, die gucken hier gerade den Song Contest, ne? Die, Grand Prix, oder wie das? Ne, so hieß das früher. Mittlerweile ist es doch Eurovision Song Contest. Ja, ja. Und, also, als, man... und als gerade Bosnien war, das haben die dann so laut gemacht. Das hast du bis auf die Straße. Aber komisch ist, da Bosnien tritt nicht alleine an, da ist mit Herzegowina zusammen. Bosnien und Herzegowina heißt das. Wieder! Hä? Das war mal eine Zeit, das war mal eine Zeit lang auch, das war bis vor einigen Jahren auch zwei getrennte Länder. Nee, aber jetzt ist das so wieder. Ja, sag ich ja. Wusste ich gar nicht, siehst du, hab ich wieder was gelernt. Aber da bei den Ostblockstaaten ist das eh ganz groß hin und her von Ex-Jugoslawien. Ja, das war da. Es war erst Bosnien-Herzegowina, erst war es Jugoslawien, dann war es Bosnien-Herzegowina, dann war es nur Bosnien und nur Herzegowina und jetzt seit einigen Jahren ist wieder, sind sie wieder zusammen. Aber das hat wahrscheinlich wieder nur was mit Geld zu tun. Ja, keine Ahnung, das war trotzdem immer nur Bosnien. Ahnung, wenn ich mal so bedenke, dass das jetzt hier die erste Runde noch ist, ne? Ja, geht ziemlich lang. Ich würde echt sagen, wir ziehen schon jetzt den nächsten Kameraden rein, oder? Ich würde einfach sagen, wir machen eine schön lange Folge mal. Oh, alles klar, ganz wie du möchtest. Ja, das ist mein Harrier. Ah, schade, bei der Predator bin ich abgekackt. Ja, verdammt. Oh, das ist eine schöne KD, mein Freund. Und wie... Ey, ich hatte bis jetzt drei Predators und dreimal wurde mir der Kill von der Predator geklaut. Von irgendeinem anderen Penner geklaut. Also, das finde ich... Mein Harrier macht keine Abschüsse. Na, Schande. Der Predator? Mach noch ein paar Abschüsse, Kollege. Was der Predator ist, Schatz? Mhm. Die gibt's auch in MW3, das ist diese Rakete, die man selber steuern kann, wo du dich immer so aufregst, wenn du durchstirbst. Vielleicht hast du die. Warum magst du die nicht? Das ist so nervig, dann stirbst du da und dann ist da. Nur weil so einer da auswählen kann, wo die Gegner sind und dann halt. Ja, es ist ein bisschen nervig immer. Mhm. Da kriegst du immer eine Krawatte. Das ist wohl wahr. Boah, Assistance kriege ich gerade wie Sand am Meer, ey. Ist bei mir aber immer so. Wir klauen immer fast alle meine Kills. Ja, ist aber das auch. Wie ist dein Score immer so nach den ganzen Runden? Also inzwischen habe ich so, wenn es schlecht läuft, so 4 Leute getötet. Und Tode? Ach, oh! Unter 10 meistens. Ach, dann. Dann bist du so eine kleine Camper-Sau. Ich? Nein. Gar nicht, was du weißt das. Naja, also Camp tut's echt nicht, sie rennt schon rum. Und wenn ich gut bin, dann habe ich meistens so 9 bis 10, so 8 bis 10. Ah, oh, und mich trifft die Predator. Dann habe ich so, vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich auch manchmal 12, 13 Leute, aber dann sind es auch 14 tot oder so. In welchem Spielmodus jetzt? Bei mir? Ja, also Spielmodus. Team Deathmatch. Ach so. Ja, geht aber. Ja. Dafür, dass ich 3 Monate erst spiele. Und das Boah, ist. Boah, Triple erstes Bitch! COD? Hm? Das ist dein erstes COD. Mhm. Ja, ist es. Ah, oh, Scheiße! Ja, jetzt habe ich eine Predator. Oh, jetzt kann ich es noch nicht zünden. Bis wie viel geht das? 200, ne?
Boah, so. Vierte Predator, mal gucken, ob ich jetzt jemanden treffe. Die scheiß Aufklärungsdrohnen. Ich hab einen getroffen mit der Predator. Ich bin grad. Boah. Welcher Noob hat einen Harry, eine Cobra oben? Ich kann meinen Chopper nicht rufen. Ja, ich spiel nie mit Cobra. Und jetzt sterbe ich wegen der Drohne, das ist. Ich hab leider nicht mal den Nuke dabei. Ich hatte schon zweimal die Harrier oder einmal, ich weiß es nicht genau. Und danach. Ich hätte locker dann was reißen können. Aber die scheiß Cobra, Alter, hat mir alles versaut. Hätte ich die Cobra nämlich, wäre die Cobra nicht da, hätte ich meinen Chopper holen können und wäre nicht so dumm rumgerannt als. Okay, wobei der Begriff rumrennen auch sehr flexibel ist, ne? Klar. Ja. Aber ich finde Camper sind am schlimmsten von allen. Ja, das Camp, ist Camper recht. Mit Noobtuber, ey, die gehen mir auf den Sack. Alter, oder so hier so schön direkte Gefahr. Ist ja einiges. Ja. Ne, Camper generell, dann wirst du auf einmal so von hinten erschossen und denkst dir so, ja, wo kam der jetzt her? Ich hab echt noch die Drohne dabei, das ist meine Such- und Zerstörungsklasse noch. Verdammt, ich muss euch echt ändern. Adrian, bitte erinnere mich dran. Alles klar, wieder feindliche Aufklärungsdrohne. Ey, ich spiel nicht mit eiskalt, das ist doch. Boah. Och, verdammt. Ey, ich hab ein 50 zu 16, das geht. Ich kenn mich selber. 50? Ja. Wie machst du das? Spielen. Ja. Naja, ist auch ein anderer Modus, da kannst du. Da geht noch ein bisschen länger. Drinne. Und da rennen die ganzen Gegner rum wie so Behinderte. Als ob sie auf Droge sind, aber egal. Sind die alle da oben drin? Jawohl, ja, Double, danke, dass du mir das gesagt hast. Ich hole mir die jetzt alle. Einer ist in der Bücherei, der andere, der ist da unten im Café. Ah, okay. Wo in der Bücherei? Meinst du eher hinten drin oder meinst du schon noch? Vorne. Und einer ist hier oben, da wo man campen kann. In der Bücherei ist echt keiner. Komplett in der Ecke, ja, der in der Bücherei ist tot. Ah, verdammt, er gibt mir irgendwie so ein No-Scope, Down the Hill, During Jumping. Ich glaube, ich schaff keine Double Mob mehr. Kleines, hässliches. Ich glaub, die ist nicht mehr drinne. Hey, warum hab ich den getroffen? Der war ganz klar in meiner Box. Sei mir nicht böse, aber kein Bock mehr. Adrian, ich habe gerade ein schönes 53. So. Die Kills, die gehen dir ja nicht verloren, ne? Ich hab noch einen Kombi. Ich krieg einen Hitmarker noch. Ich hab noch einen Hitmarker gekriegt und dann kommt eine Bombe. Ja. Also wir haben die beiden meisten Kills auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Meine zweite Nuke. Ja. Jetzt ändere ich erstmal meine Abschlussserie. Ändere mal deine Abschlussserie, genau. Ja. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich habe keine Ahnung. Wie lange? Ich glaube um die 20 Minuten schon. Bestimmt, ne? Oh ja. Warum jetzt noch? Dann sage ich einfach mal, dass wir an dieser Stelle hier die Runde für beendet erklären. Ging schon ziemlich lange, ja. Du musst aus der Lobby noch rauskommen. Das ja, man kann draußen. Hier keinen mit rausnehmen. Ja, Schatz, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja. War ganz lustig, ne? War auf jeden Fall cool, die ganzen Fragen zu stellen. Das ist schön. Das ist noch viel schöner. Ja. Vor allem, dass man auch Antworten kriegt, ne? Genau. Nicht, okay. Ich habe heute keine Fragen mehr an dich. Nein? Nee. Ach, nee. Oder warte mal, was hast du gerade an? Nein. Ja? nein, also. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, wie immer. Ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, so eine kleine Videofrage. Habt ihr Erfahrung mit Frauen bzw. Mädels, die auch zocken oder kennt ihr welche, die zocken? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben oder allgemein, was ihr darüber denkt, wenn Frauen zocken. Das wäre so die Videofrage mal an dieser Stelle. Spannend. Wir freuen uns auf viele Antworten. Jawohl. Und bis dahin sage ich zur nächsten Folge. Der Adrian hat nicht das letzte Wort, sondern jetzt sagt der Adrian Tschüss und der gibt dann das Wort an meine Freundin weiter. Ich möchte aber nicht Tschüss sagen, ich sage... Ciao. Tschüss. Muss ich jetzt auch was sagen? Ja, kannst du tun. Nee, musst du nicht. Nee, aber doch. Ja, dann Tschüss. Das war trocken, also hier ein bisschen... Flüssiger. Mit etwas mehr Liebe, mit ein bisschen mehr Zuneigung. Oder verabschiede dich einfach auf Bosnisch. Das schaffst du, komm. Ciao. Ja, das Bosnisch? Mit ein bisschen mehr Liebe, Nadja. Oh! Ja.
Da geht ihr mit Liebe verabschieden. Einfach sagen, ich freue mich, dass ihr so zahlreich zugehört habt. Ich freue mich auf ein gutes Feedback. Also ein bisschen. Und bis dahin, eure Nadine. Alles genau. Klar. Okay, die, also the stage is yours. Ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt, so aufmerksam. Und ja, und auf die guten Feedbacks freue ich mich natürlich auch. Und ja, dann eure Nadine. Woo! Yeah!